Moin, moin, liebe Mats, aber ja, eigentlich wollte ich so anfangen. Wer wird deutscher Meister? Ha, 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 HSV. Also was da draußen im Moment abgeht, nach dem Schlusspfiff und auf dem Weg hier, mein Weg hierher in die Volksbank Arena, das ist sensationell. Und es wird natürlich nicht von der deutschen Meisterschaft gesungen, des HSV, aber immerhin, oh, wie ist das schön und niemals zweite Liga, niemals, niemals. Das werden wir sehen. Aber im Moment hängt der Himmel voller Geigen hier in Hamburg. 3:2 gegen den VfB Stuttgart. Der HSV hat zweimal zurückgelegen und dann das Spiel in den letzten Minuten oder Sekunden gedreht. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unseren Gästen. Neben mir sitzt Scholle. Er ist kein Gast, sondern er gehört zur Sendung. Und ganz ins Schweinchen rosa diesmal Jürgen Staes, unser ehemaliger HSV-Torwart. Und in HSV-Blau kann man fast sagen, Andreas Merkle, unser Saragossa-Bomber. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Hitze euch hierher gequält habt und dass ihr mit uns dieses Spiel aufarbeiten wollt. Ja, ich bin noch total mitgenommen, muss ich sagen, und noch gar nicht in dieser Sendung drin. Wie geht's euch? Ja, Dieter, im Grunde sind da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir das Ding 3:2 gewonnen haben. So geht's mir. In den letzten 5 Minuten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bis zur 85. Minute war das aber auch ein ziemliches Gequäle. Und wir müssen froh sein, dass die Stuttgarter 40 Minuten mit einem Mann weniger gespielt haben. Ich glaube, ansonsten wäre das eine ganz, ganz schwierige und Sache geworden. Und wie gesagt, am Ende bin ich froh, weil 3 Punkte sind 3 Punkte, die wir haben. Wir stehen jetzt im Mittelfeld. Erstmalig auf Platz 9. Mensch, wann hat es das zuletzt gegeben? Gibt nächstes Jahr wieder richtig Geld vom Fernsehen. Ja, ja, genau. Ja, aber dieses Drumherum, dass wir ein Erfolgserlebnis brauchen, dass es nicht gleich wieder heiß kommt, es zieht uns alles wieder runter. Ich glaube, das ist sollte Motivation genug sein. Das ist für mich das Positive an diesem Spieltag. Andreas, wie siehst du es und bist du genauso noch außer Rand und Band oder hast du das ganz locker und cool da oben auf der Tribüne ertragen? Nee, ganz locker und cool mit Sicherheit nicht. Und ich glaube, es ist schon verständlich, dass die Fans so euphorisiert sind, denn sowas hat man nicht alle Tage, selbst wenn es gegen 10 Mann ist. Es ist ja dann doch nur so, dass man ganz zum Ende richtig erleichtert sein kann, dass das noch so hingehauen hat. Und einerseits natürlich auch selber erkämpft, also hat es die Mannschaft sich selber verdient. Andererseits ist es natürlich schon dem Umstand geschuldet, dass für die anderen die Beine schwerer wurden und dass sowas dann am Ende passieren kann. Aber es ist schon klasse, dass die Mannschaft das so hingebracht hat und wir uns jetzt nicht die Köpfe zerbrechen müssen vor den schweren Auswärtsaufgaben, die da anstehen, mit einem geringeren Punktekonto, als jetzt vorhanden ist. Ja, genau. Dass sich der VfB Stuttgart selbst geschadet hat durch diese Dummheit, die Klein beging, innerhalb einer Minute faulte er zweimal und sah zweimal gelb, das gehört zum Fußball. Ne? Also das ist ja keine Schuld des HSV, dass er das dann ausnutzt. Ne? Nee, das auf keinen Fall. Das erste Foul war klar ein taktisches Foul. Da hat der Schiri auch erst weiterlaufen lassen, den Vorteil, und hat er, glaube ich, 1 Minute 30 später die gelbe Karte gegeben. Also der hat vorgemerkt. Und das zweite war natürlich, kann man jetzt drüber reden, ob das vielleicht im Bundesligaspieler eigentlich nicht passieren darf, dass er genau weiß, die nächsten 5 Minuten muss ich mich eigentlich zurückhalten. Vor allem, es war ja in Gegners Hälfte, sich da noch so mal eine gelbe Karte einzuhandeln, die dann zur gelb-roten führt. Das ist vielleicht auch symptomatisch für das Defensivverhalten des VfB Stuttgart, das doch noch nicht so ganz ausgegoren ist. Da sind sie noch, das hat noch nicht richtig den Bundesliga-Standard. Wenn man sich das Foul mal anguckt, das werden mit Sicherheit einige heute noch im Sportstudio noch mal sehen können, das sah echt übel aus. Also ich das hätte zweite nicht, war nicht echt gedacht, dass das zweite, da wieder aufsteht. Das zweite war echt übel, muss man wirklich sagen. Also das ist eine klare gelbe Karte, ja, und dadurch ist gelb-rot. Vielleicht auch eine kleine rote Karte. Ja, aber Dieter, ich glaube, die Schiedsrichter sind da ein bisschen nachsichtiger. Nimm mal letzte Woche unseren Herrn Spajic. Okay. Das war ein ähnliches Foul und der hat nicht mal eine Karte dafür gekriegt und wäre sonst runtergegangen. Der heute total besinnlich gespielt hat, wollte ich gerade sagen. Frohe Weihnachten, Scholle. Also du hast kein Treten oder kein bewusstes Foulspiel von ihm gesehen. Ich habe kein Foul gesehen von ihm sogar. Ja, Foul gespielt hat er schon, aber er hat nicht überhart gespielt, das stimmt. Er hat auch diese Szenen, diese vermeintlich harten Szenen, wie jetzt in München, wo er da den nochmal auf den Fuß tritt. Sowas gab es heute tatsächlich nicht. Aber ich fand ihn an sich gut, hätte er diesen einen Aussetzer da nicht gehabt bei Ginczeks Treffer, bei dem 2:1 war es.
da muss er natürlich besser stehen. Und er hat noch einen kleinen Aussetzer gehabt, der aber folgenlos blieb. Ja. Kurz vor Schluss, so 10, 12 Minuten unterm vor Schluss, hat er unter dem Ball durchgehauen im eigenen 16er. Zum Glück stand hinter ihm ein Kollege, der die Gefahr noch bereinigen konnte. Aber trotzdem muss man sagen, also ich habe immer daran geglaubt oder gedacht während des Spiels, Labbadia, das war in irgendeiner Zeitung oder in vielen Zeitungen in dieser Woche zu sehen, dass er mit Spalch ein Vier-Augen-Gespräch geführt hat auf dem Acker. Und vielleicht hat es ja gefruchtet, dass er ihn sich mal beiseite genommen hat und ein bisschen beruhigt hat. Ich glaube, dass es gar nicht nötig ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass der Spalch das alles schon ziemlich bewusst macht, was er macht. Und, und ich glaube, dass man mit dem nicht mehr großartig reden muss. Der weiß, was da passiert ist. Er weiß, wie die Szenen gedeutet wurden. Er weiß, was daraus für eine Stimmung entstanden ist. Und er wusste es heute genau richtig einzusetzen, dass er halt nicht diese zweifelhaften Szenen hat, weil der Schiedsrichter dann vielleicht doch nochmal im Zweifel gegen ihn entschieden hätte. Hat er gar nicht erst provoziert, er hat es einfach gut gemacht an sich, wie gesagt, bis auf diese eine Szene gegen Ginczek und wenn du die Szene dann noch dazu rennst, die zweite auch am Ende. Aber ansonsten, finde ich, hat er seine Sache da sehr ordentlich gemacht. Das war also schon auf jeden Fall eine Verbesserung zum Spiel in München. In allen Bereichen fast, aber ja. Ich glaube, der Spajic, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt ein Freund von ihm, weil er immer so am Rande der Legalität heute ist. Heute nicht, ne? Ja, aber nee, wenn du das letzte Jahr oder anderthalb Jahre gesehen hast, immer so am Rande der Legalität. Aber ich glaube, für diese Mannschaft ist es ein wichtiger Mann. Der hat die Erfahrung, der wird auch noch ein Jahr, zwei spielen und der weiß, wo es lang geht und wird auch die Mitspieler auch mal ein bisschen versuchen, nach vorne zu bringen. Wir haben immer noch zu viele drin, wo ich sage, Mai, oh Mai, was leise Treter oder, ja, oder leise auch fußballerisch, und, die ja, noch zulegen müssen, fußballerisch. Wir können jetzt, also ich nehme mal einen raus. Oscholek. Ja, wusste ich. Dieter, jetzt mal ehrlich, der hat Unterstützung gekriegt bis zum geht nicht mehr. Der hat letzte Woche schon nicht gut gespielt, hat heute wieder 90 Minuten gespielt. Der hat also vom Trainer sämtliche Unterstützung und sämtliche, alles, was ein Spieler braucht, um ein vernünftiges Spiel abzuliefern. Und jetzt mal ehrlich, was er da heute an Querschlägen drin, an Sachen ins Ausgespielt, also es war schon. Es war schon teilweise haarsträubend, aber du hast von Harnik, der ja eigentlich über rechts kommt, nichts gesehen. Das ist der HSV-Schreck. Das lag aber nicht an Oscholek. Lag an Harnik. Harnik hat schon zwei, drei Situationen gezeigt, was er drauf hat. Und aber zu wenig, sonst erschießt er hier den HSV. Wenn er den erste Halbzeit trifft zum Beispiel, das ist ja so ein typischer Harnik, gar nicht zu sehen, und dann macht er ihn trotzdem am Ende. Also mich hat ein bisschen gewundert, dass er Harnik vielleicht dann doch mal runternimmt. Bei so einem überragenden Spiel war es jetzt nicht von ihm. Andererseits, wenn du so einen hast, der HSV-Schreck ist, dann lässt du den wahrscheinlich dann eben dann noch länger drauf. So ist das. Ja, aber man muss vielleicht auch, also die Nummer zu Oscholek ist vielleicht auch, der Trainer sieht es ja momentan so, dass er ihn spielen lässt. Natürlich ist Oscholek schon länger gesetzt, aber das ist ja das, was wir dann teilweise noch einmal fordern. Man muss den Spielern noch einmal Vertrauen geben über eine längere Phase und einfach das mit in Kauf nehmen, dass der noch nicht so weit ist. Die Frage ist ja immer, hat er schon so lange Chancen gehabt, dass mal ein anderer vielleicht dran wäre, aber dann musst du den auch wieder 3-4 Wochen bringen und zumindest jetzt. Da hat jeder seine Meinung. Diese Aufstellung heute hat er genau das, was du sagst, dass er sagt, er vertraut den Leuten einfach mal, gibt den Vertrauen mit, das hat er genau so gemacht. Er hat die gleiche Elf von München nochmal aufgestellt. Da waren also nicht wenige überrascht, dass das so kam. Und er hat auch Gideon Jung zum Beispiel, der hat in der ersten Halbzeit hat er ein unterirdisches Spiel gemacht. Ich habe mit ihm gesprochen, er sagte, er weiß nicht genau, was los war, aber er hatte irgendwie das Gefühl, er hätte so eine Sekunde zu spät alles eingeschaltet. Er war immer eine Sekunde zu spät, sagt er. Und dann hat er gesagt, ich wusste, dass ich scheiße gespielt habe, erste Halbzeit. Und zweite Halbzeit wusste ich, jetzt musst du deine Chance nutzen. Sonst ist es wieder zu spät. Mit den eigenen Haaren auf den Rumpf gezogen. Und bei dem muss man ja sagen, genauso hat er es vielleicht bei Oscholek gehofft, aber die und bei Gideon Jung ist es halt eingetreten. Er hat sich da ja nun wirklich wieder rausgezogen und hat zweite Halbzeit, in meinen Augen, hat er wirklich ein erstaunlich richtig gutes Spiel gemacht. Ich meine, für alle war es ein Glück, dass es 11-10 war plötzlich, weil dann wird alles ein bisschen entspannter. Du hast mehr länger Zeit, den Ball anzunehmen, zu verarbeiten, zu gucken. Da dürfen wir uns auch keinen Sand in die Augen streuen, aber das sehe ich nicht. Die gelb-rote Karte war komplett berechtigt. Das gehört zum Spiel dazu und insofern geht das schon in Ordnung, dass dann ein, zwei, drei Spieler dadurch auch eine gute zweite Halbzeit spielen konnten. Und du als Ex-Stuttgarter warst überrascht vom VfB, dass er doch nicht so viel gezeigt hat, wie er eigentlich seinen Ruf vorauseilte so? Nee, eigentlich nicht. Was ich auf meinem Zettel so nebenher so ein bisschen auch notiert habe, da waren ganz, ganz viele Großchancen dabei. Auch solche, die
irgendwo im Entstehen waren. Also das war nicht so, ich habe letzte Woche das Spiel gegen Köln, jetzt um VfB das zu sagen, da war es ähnlich und da sind sie auch am Ende kalt erwischt worden. Da haben sie zwar 11 gegen 11 gespielt, heute war es 11 gegen 10, da kann man es vielleicht durch die Unterzahl erklären, aber letztendlich ist es auch eine taktische Geschichte und auch vielleicht am Ende der fehlenden Erfahrung in der Abwehr, dass die noch nicht ganz abgestimmt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Bruno Labbadia, wahrscheinlich der ganze HSV, die wussten, wenn wir da bis zum Schluss dranbleiben, dann tun sich da Lücken auf. Wenn du die Woche vorher siehst, dass die innerhalb von 10 Minuten 2, 3 Tore bekommen, dann weißt du, das kann am nächsten Wochenende, also sprich heute, genauso passieren. Ja. Und also der VfB hat mich nicht enttäuscht. Offensiv. Der HSV dich überrascht? Nicht überrascht, also ich habe eigentlich schon erwartet, dass sie bis zum Ende da dranbleiben. Ja. Und man muss momentan auch damit leben, dass ein paar Bälle ganz unterirdisch irgendwo noch weit im Auslanden. Selbst von Spielern, die gerade Eckdal, der hat 2, 3 wunderbare Bälle gespielt und trotzdem sind ihm 2, 3 irgendwo abgerutscht. Das muss man wahrscheinlich auch nach so einem Start jetzt noch in Kauf nehmen. Das darf natürlich auf Dauer nicht Anspruch des HSV sein, dass da so viel Streuung dabei ist. Dazu kann ich sagen, das habe ich eben von Bruno Labbadia noch gehört, wir werden jetzt nicht alles schön reden und schön machen. Wir wissen, woran wir noch hart arbeiten müssen. Und wir werden auch in dieser Saison kein einziges Spiel mal locker und leicht gewinnen können. Es fehlt noch die Struktur in der Mannschaft. Ja, jetzt die Treffer verwandelt. Jetzt frage ich dich aber, der Herr Zorniger hat ja auch erst angefangen jetzt da, ne? Ja. Der hat ja ein ähnliches Problem. Der hat zwar viele Leute schon gehabt, aber hinten in der Abwehr hat er auch seine Problemchen. Nur, ich fand, die haben strukturierter gespielt als wir. Auf jeden Fall bis zur 80. Minute. Ja. Und solange wie wir 11 gegen 11 waren, hatte ich immer das Gefühl, die waren einen Tick schneller, die wussten, was sie machen. Und bei uns sah das sehr, sehr zäh aus. Wie gesagt, Ich bin froh. Kommt der HSV her? Mit einer 0-5 Klatsche aus München. Und kommt Stuttgart her? Mit einer 1-3 Klatsche zu Hause. Aber alle Welt hat ihn bescheinigt und alle Welt hat ihn bescheinigt, trotzdem besser gespielt zu haben. Und guck dir die Aufstellung an. Da muss ich sagen, da hatte ich doch ein bisschen Ehrfurcht vor diesem VfB. Also diese Mannschaft ist eigentlich vom Namen her deutlich besser als der HSV. Aber die haben mit dieser Mannschaft letztes Jahr im Abstieg genauso gespielt wie wir. Das ist klar. Aber jetzt mit neuem Trainer, neuer Schwung. Und ja, aber in Stuttgart sind sie alle ganz euphorisiert, muss man wirklich sagen. Kann man ja, also wenn du die Chancen siehst, diese Art, wie sie Fußball spielen, die haben mit dem Didavi einen, der für mich überragend gespielt hat, überragender Mann ist, der auch noch mehr Akzente setzt. Der hat normalerweise einen mit dem Kostic, mit dem Harnik und mit dem Ginczek, der hat vier Offensivspieler. Ja. Der Gentner rennt hoch und runter wie nur was. Also da ist was da. Das einzige Problem, siehst was du? Die haben, ist ein Torwart. Ja, von dem sehe ich die Ausstrahlung nicht beim zweiten Tor. Das ist ja nur die Nummer 2. Ne? Wieso ist das die Nummer 2? Es gibt keine Nummer 1 und Nummer 2 bei denen bis heute. Das doch, ist einfach so. Doch. Also den Dortmunder, den haben sie schon gekauft. Ne? Die haben beide gekauft. Die mussten werden, ja, ne? Beide kaufen, weil sie beide weg waren. Genau. Und dann haben sie ein Problem in der Innenverteidigung. Da fehlt ihnen die Erfahrung. Und das ist natürlich riesige, das ist für die natürlich ganz, ganz bitter. Ja. Aber ansonsten sind die, finde ich, gut aufgestellt. Und werden. Hab ich nicht gesagt. Was sollst du sagen, Andreas? Ja, ich ist schon die Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive ist beim VfB schon sehr gravierend. Das kann man sich eigentlich gar nicht erklären. Und normalerweise im Bundesliga-Geschäft, wenn man von Geschäft reden darf, im Bundesliga-Sport, darf das eigentlich nicht sein. Also das hätte man, glaube ich, schon vor einem Jahr, anderthalb erkennen müssen, dass da nicht plötzlich so ein Unterschied zwischen Offensivkraft und dem Abwehrverhalten besteht. Und das kann für den VfB tatsächlich noch ein Problem werden. Wenn man das heute sieht, je nachdem wie das Vertrauen in die eigenen Spieler ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der VfB auf dem Transfermarkt noch was machen muss. Das denke ich auch mal. Bis Ende August. Also hinten sind die ja erschütternd. Wir reden jetzt über den VfB. Genau, ich wollte jetzt zum HSV kommen. Ja, weil gut, du wunderbar. Eben gesagt hast, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir diese ganz große Diskrepanz beim HSV schon gar nicht mehr sehen. Okay, dann können wir gerne mal darauf eingehen. Du hast eben gesagt, alle waren überrascht. Auf jeden Fall galt das für die Pressetribüne, kann ich sagen. Ja. Dass Bruno Labbadia dieselbe Aufstellung ins Spiel geschickt hat wie die Anfangsformation in München. Eine Kollegin hat freundlicherweise und scherzhaft gesagt, never change a winning team. Und warum waren wir alle überrascht? Erzähl mal.
Ja, weil es doch Gründe gab, umzustellen. Und auch in der, für in dich, der, sag mal, welche hättest du also gehabt? Ich hatte Nikolai Müller zum Beispiel in der Woche einigermaßen gut gesehen in dem Testspiel gegen Cagliari. Da war auch ein Ivica Olic, zweite Halbzeit, als sie reinkam, waren sehr aktiv. Ivo Ljicevic ist angeschlagen gewesen, konnte eine Zeit lang nicht richtig mittrainieren. Also da gab es schon Gründe und Nostrolik ist in München auch nicht unbedingt als Gewinner vom Platz. Gut, keiner, aber ich meine, da hat er wirklich nicht gut gespielt. Nein, also fast hätte man da schon. Andersrum habe ich gestern auch geschrieben. Ich habe auch gesagt, lieber eine Viererkette, die wirklich konstant zusammenspielt die ganze Zeit. Ich glaube, dass die am Ende besser spielt, als wenn du da immer viel umstellst, aber viel, viel Qualität umstellst. Dann die Abstimmung ist, glaube ich, am Ende das Entscheidende in der Viererkette. Und ich hoffe, dass das sich am Ende irgendwann auszahlt, dass Labbadia ja da diese Geduld mit Ostrolik mitbringt. Gut, also überraschend war es trotzdem. Ich habe auch vor dem Spiel gesagt, wenn das gut geht, dann ist er natürlich ein großer Gewinner, aber er hat hoch gepokert und das hat er tatsächlich. Aber jetzt ist er ein Gewinner. Ja, aber ja, gut, jetzt ist er ein Gewinner. Er hat aber auch relativ viel umstellen müssen dann, um überhaupt erst in diesen Fluss zu kommen, dass es dann einigermaßen offensiv wurde. Ja, muss man ja ehrlich zugeben. Erstens natürlich dann durch diese Überzahl, dann natürlich durch das Hereinnehmen von Olic, von Lasogga, Müller am Ende noch, genau. Das war natürlich dann einmal alles nach vorne reinzuwerfen und dann hat man auch gesehen, dass genau das, was wir eben angesprochen haben, dass die Stuttgarter halt hinten einfach noch nicht so sattelfest sind. Das ist dann halt auch auffällig geworden. Gregor zum Beispiel hat heute auch, also ich will jetzt hier nicht also einzelne Leute schlecht machen, aber da hätte man auch nach 45 Liga. Minuten schon sagen können. Also das geht das nicht war weiter. Wirklich VfL Bochum. Genau, bei Jung ist es gut gegangen. Aber die da, worüber reden wir? Das ist ein Junge, genau. Ist ein Talent, der bin hat ich ja in der zweiten dir. Liga bin ich ja bei dir. Der hat es in München taktisch vernünftig gespielt. Wenn er einen Ball hatte, konnte er damit umgehen. Heute lief vieles an ihm vorbei, da hat er denn zu langsam reagiert, da hat er den Ball gehabt, nochmal aufspringen lassen, dann war einer dazwischen. Also es war ein Tick zu wenig. Bin ich bei aber die andere Seite ist ein junger Mann und dem muss man immer mal wieder die Möglichkeit geben. Wobei ich auch überrascht war, dass er gespielt hat und auch das Kollege Holtby gespielt hat, weil das, was er spielen soll, will oder was wir alle von ihm uns erwartet von haben. Holtby. Von Holtby. Ja. Hat er bis heute nicht eingelöst. Er ist einer, der läuft über den Platz. Wie Forrest Gump habe ich geschrieben. Ja, aber im Grunde nichts, wo du sagst, jo, das ist was Greifbares. Der weiß jetzt, was er macht und der zieht das Spiel an sich und verteilt. Nein, der läuft da rum und unterm Strich kommt dann zu wenig bei raus, sowohl in der Offensive als auch im Defensivverbund, weil bei ihm fängt das irgendwo mit an. Und den hatte ich also als erstes dann auch bei den Auswechslungen gesehen, weil da hätte ich, was weiß ich, Olic oder Lasogga hingestellt. Ich hätte Olic dahingestellt, dass er um den Mittelstürmer rumspielen kann. Und aber ist anders gelaufen. Aber Bruno hat letztendlich das Richtige gemacht, weil wir 3-2 gewonnen haben. Auch das Richtige, Andreas, das muss man mal sagen. Drei alte Säcke, sag ich mal, mit Lasogga, mit Olic und mit Müller. Drei aus der vergangenen Saison. Ist das ein Zeichen für dich? Nee, das sind doch Stürmer, die Qualitäten haben. Also Olic hat es schon immer nachgewiesen. Lasogga hat auch schon wunderbare Zeiten hier gehabt. Müller hat hier jetzt noch nicht so viel gehabt. Aber allein dieses Tor gegen Karlsruhe lässt ihn dazugehören. Er ist Teil dieser Geschichte und hat auch Qualitäten. Und die kannst du immer reinbringen. Die Frage ist ja nur, wen lässt du von Anfang an spielen? Wer ist der Joker? Und Olic und Lasogga sind auch ideale Joker. Lasoggas Ziel wird klar sein, irgendwann mal wieder von Anfang an regelmäßig zu spielen. Bei Olic wird es wahrscheinlich so sein, dass er vielleicht sich mit dieser Joker-Rolle anfreunden kann. Der hat das Alter dafür und kann dann immer für was Neues sorgen. Da gab es genügend Beispiele, wo so Alte ganz wichtig waren für die Mannschaft, die dann auch nicht gleich stänkern, wenn sie nicht draußen sind. Obwohl Ullisch natürlich sehr ehrgeizig ist und auch von Anfang an spielen will. Aber das kann zu Pass kommen und deshalb, Müller ist ja glaube ich 27, da würde ich ja nicht mal von alten Säcken reden. Du hast wahrscheinlich gemeint von letzter Saison. Ja, aber das was ist schon eine Saison gemeint. Beim HSV? Du musst hier 2-3 Jahre spielen, damit du auch hier als alter HSV-Sack dann gelten kannst. Also, dass die drei reinbringen kannst und dass sich dann was ändert, das ist eigentlich schon normal. Du als Stürmer? Es waren auch die einzigen Stürmer, die er hatte. Ne? Also der Rest wäre jetzt etwas defensiver mit Diaz und Kacha und Sakai, den er noch auf der Bank hatte. Also Kacha hätte er zum Beispiel, wenn Kacha hätte man als kopfballstarken Spieler auch noch bringen können. Ja. Aber du als Stürmer, Shiplock oder Lasogga von Anfang an? Das ist eine Frage der Fitness, was vorher gelaufen ist. Shiplock hat einen kleinen Bonus, weil er neu gekommen ist, weil er wahrscheinlich keine ganz schlechten Spiele gemacht hat. Bei Lasogga weiß man natürlich nicht,
er hat jetzt abgenommen, wie fit ist er wirklich, aber was er ist dann doch irgendwie eine Tormaschine und gefährlich und insofern wird es vielleicht ein Wechselspiel jetzt geben, dass mal der spielt und dann wird es sich vielleicht raussetzen, dass nur einer spielen kann, vielleicht gibt es auch ein System, wo beide irgendwie sind. Nur wenn der HSV zurückliegt. Glaube ich. Ja, ich das, hätte tatsächlich Olic vorne drin, ganz vorne drin beginnen lassen, ehrlich gesagt. Weil also ich glaube, dass das der Einzige ist, der beide so ein bisschen miteinander vereint. Das ist jetzt, wir reden jetzt hier auf einem Niveau, natürlich, wo wir immer noch sagen, da musst du normalerweise noch einen besseren haben. Also das ist jetzt alles, alle drei sind in meiner Meinung nach noch nicht so funktional, dass man sagen kann, da hat man vorne genug investiert, genug Gefahr im Team. Es hat sich noch keiner rausgesetzt. Keiner von den drei. Der eigentlich ungesetzt ist. Du hast ja meistens in der Bundesliga-Mannschaft ein Stürmer. Da bist du froh, wenn der am Donnerstag nicht sagt, ich habe ein Wehwehchen, sondern der spielt eigentlich immer, weil er so eine Reputation hat und so eine Klasse. Und das ist beim HSV auch nicht. Soweit war er sogar schon mal, aber dann kam die Verletzung und diese Seuchensaison, die er letztes Jahr hatte, aufgrund der Fitness, was auch immer. Wird er sich wieder hinarbeiten wollen. Und bei Shiplock, ob der das dann irgendwann mal so ist, dass er in der Bundesliga-Mannschaft die höhere Ambitionen hat, der gesetzte Stürmer ist, das muss man abwarten. Also da kann man. Lass uns erstmal froh sein, wenn wir nicht von höheren, sondern überhaupt von der sicheren Position ausgehen. Und da sehe ich, ist meine persönliche Meinung, Shiplock weit vorne. Im Moment, ja. Weit vorne, weil er einfach sich da reinkniet, sich reinhängt, sich nicht hängen lässt, zu jedem Ball geht. Für mich als Linksfuß noch gefährlicher ist wie ein Rechtsfuß. Ja. Trotzdem, Andreas, und das weißt auch du, du hattest auch schwierige Tage hier in Hamburg, trotz deiner Saragossa-Tore, aber ein Tor wie heute, Lasogga kurz vor Schluss, das muss ihm doch so viel Flügel geben, dass er in Zukunft also noch mehr Bäume ausreißen will. Wird ja wahrscheinlich auch so sein. Also der hat es jetzt erstmal gebraucht, um überhaupt wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen, aber so ein wichtiges Tor dann noch. Er hat das zweite auch aufgelegt, das darf man nicht vergessen. Wunderschön, du spielst, sehr gut. Du spielst wie aus dem Lehrbuch. Stunde, ja, legst gemacht. Auf. Das ist ja schon... Torgefährlich ist er schon. Also wenn ich mir eine Abwehr vorstelle, wenn die weiße Lasogga steht auf dem Platz, dann müssen die immer hellwach sein, weil der dann auch ein bisschen unkonventionell teilweise spielt. Also ein Gefahrenherd ist er immer. Man kann darüber streiten, was fürs Spiel besser ist, was dann irgendwie feiner aussieht oder was vielleicht, wo mehr abgelaufen wird. Aber an Lasogga, der ist da, auf den muss man so führen, dass der wertvoll wird. Wie lang das dann ist, ob der 5 Jahre im HSV spielt oder noch 2, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber er ist immer für mich schon einer. Er hat, gegen Augsburg war es letzte Saison, wurde in den Giebel reinzimmert. Das muss man mir vorstellen, was da an freigesetzt wird an Energie. Und da hat er schon 2, 3, 4 solche Spiele. Es gibt viele Stürmer, die haben das in 10 Jahren 2-mal und der hat es in 3 Jahren dann schon gehabt. Aber das sind aber Stürmer in 10 Jahren 3. Ja. Ja, okay, nein, lass uns mal, darf ich schnell mal die Statistik des Spiels vorlesen? Die ist nämlich ganz interessant. 14 Torschüsse zu 12 für den HSV. 55% Ballbesitz gegenüber 45, logischerweise. 54% gewonnene Zweikämpfe, 46% auf der anderen Seite. 70% der Pässe des HSV kamen an. Bei den Ecken führte der VfB Stuttgart zum Schluss mit 5-0. Flanken aus dem Spiel 12-3 für den HSV. Abseits wollen wir nicht. Fouls am Gegenspieler 17-21. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Starsky, ja, oder? Das klingt nur gut. Wenn ich dann weiterlese, dann steht da, der Herr Elicevic hat beim HSV 6 Torschüsse abgegeben. Ja, die hast du nicht gesehen. Doch. Ja. Die 4 davon wurden Einwürfe. Wir müssen froh sein, dass wir so hohe Fangnetze haben. Also da waren die ersten 3, okay. Die da, tut mir leid, das war sonst wohin. Also wenn man das als Torschuss bezeichnet, dann bin ich... Ich würde die Statistik gerne mal für die erste Halbzeit sehen auch. Also ich glaube, dass da diese Ballaktion zum Beispiel im Prozent, dass es da noch relativ umgekehrt war. Also würde ich behaupten. Ich finde diese Statistiken, das sagt im Grunde gar nicht viel. Man muss das Spiel gesehen haben, guckt sich die Statistik an und dann sagt man, ja, das kommt ungefähr hin. Oder es kommt nicht hin. Also ich denke mal, 5-0 Ecken ist eigentlich schon ein Zeichen. 5-0 Ecken für den VfB Stuttgart. Also das deutet schon darauf hin, für eine Auswärtsmannschaft, wenn du 5 Ecken rausholst und die Heimmannschaft wirklich 0. Ja. Das ist schon heftig. Also alle anderen bei Torschüssen, tatsächlich, da müsste man hinschreiben, welche sind wirklich aufs Tor gekommen, was hat das Torschuss gewertet, was genau. An der Eckfahne landete letztendlich. Das ist wahr. Da du mich vorhin kritisiert hast, dass ich immer gegen die Torhüter bin, dein Kollege... Dein Nachfolger René Adler,
der trieb einige doch ein bisschen zur Weißglut mit seinen Abstößen. Kannst du mir die Taktik erklären, warum er den Ball in Seelenruhe hinlegt und guckt und dann in Seelenruhe zurückgeht? Dann vergeht schon mal eine Stunde und dann läuft er dann doch wieder an und haut das Ding nach vorne. Also geht das nicht schneller oder macht er alles richtig dabei? Das weiß ich nicht. Nach meiner Meinung macht er nicht alles richtig. Aber das wird wahrscheinlich in seiner Mentalität sein. Das wird seine Mentalität sein. Wenn du ihn siehst beim Abschlag oder beim Abstoß, ist ja ein Abstoß, wenn der Ball auf dem Boden liegt. Das sieht so, ja, wie soll ich das sagen, so phlegmatisch aus. Anteilnahmslos sieht das aus. Aber das richtig das nicht auch auf? Aber es nützt doch nichts, wenn es mich aufregt. Er macht es seit dem letzten Jahr, seit dem vorletzten Jahr. Es ist seine Art, das so zu spielen. Ich finde es viel schlimmer, wenn diese Abwehrspieler sich anbieten, er spielt die an und kriegt das Ding dann wieder zurück und ist dann 5 Meter weiter zurück, als er vorher war. Das riecht mich auf. Was soll so ein Zeus? Was soll so ein Gurke da hinten? Wir sind nicht Bayern München, die du anspielen kannst und die dann von hinten nach vorne kombinieren. Wir spielen an, auf der Seite, der spielt ihn zurück, der lässt ihn laufen, fast bis auf die Torauslinie, dann haut er ihn nach vorne. Da habe ich kein Verständnis für und da weiß ich ja auch nicht, warum man das nicht anspricht und warum man das nicht ändert. Ja, na gut. Vielleicht sieht Herr Bruno Labbadia heute Nacht der hat ja auch einen Torwarttrainer. Sendung. Der hat ja auch einen Torwarttrainer. Und die arbeiten Stefan Wächter heißt der gute Mann. Ja, ich weiß, ich kenne Stefan gut. Ja. Und die arbeiten jeden Tag zusammen. Ja. Und, aber das ist vielleicht auch eine Art, eine Eigenart von ihm, wie du auch schon selbst gesagt hast, die er sich nicht abtrainieren lässt. Also... Aber ich finde dieses Anspielerei zu dem Abwehrspieler, der ihn dann auch nur zurückspielt. Und dann bist du plötzlich nicht 5 Meter vom Tor, sondern 2 Meter vom Tor und haust ihn dann auch lang raus. Dann kannst du ihn gleich lang raushauen. Wir hatten diese Szene auch einmal kurz vor Schluss dann auch, da hat Adler den Ball abgeworfen auf rechts außen, rechte Außenseite in dem Moment auf Diekmeyer. Gar nicht so einfach, weil Diekmeyer dann von 2 Leuten angelaufen wurde. Der kriegt ihn aber unter Kontrolle, spielt ihn zurück und spielt ihn auf Giroud und der schlägt ihn dann lang. Was natürlich dann überhaupt in der ganzen und keinen Sinn mehr ergibt, weil dann hätte Adler den gleichen Ding auch quasi vorher schon lang machen können. Es ist auch nicht so, dass man als Torwart irgendwie das Gefühl hat, wenn man den Ball jetzt schnell macht oder schnell auf den Verteidiger spielt, dass es dann einen sinnvollen Spielaufbau gibt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Insofern verstehe ich, was Daski da meint. Ja. Aber darf ich nochmal auf Holpi zurückkommen? Der hat ja nun eine wirklich ordentliche Vorbereitung gespielt. Alle haben gedacht, hoffentlich hält er das bei und er schafft es leider nicht. So, jetzt hat er im zweiten Spiel leider wieder... eigentlich ja gar nicht stattgefunden. So, das Gute daran ist, dass er natürlich den Druck nochmal auf die Verantwortlichen erhöht, auf der Position noch was zu machen, denn diese Position ist beim HSV völlig verwaist. Da gibt es ja einen Marcelo Diaz, der aber eigentlich eher aus der Tiefe kommt und von da sein ruhiges Spiel aufzieht, der für die 10 eigentlich nicht so geeignet ist. Ein Ekdal sieht sich selber auch nicht auf der 10, da haben wir auch vorhin nochmal mit ihm kurz gesprochen nach dem Spiel. Der war heute völlig fertig. Was hast du nach dem Spiel alles gemacht? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja unglaublich. Ja. Aber die waren natürlich heute auch alle so, dass sie schnell stehen geblieben sind und reden wollten, was natürlich ein schönes Spiel war, worüber man gerne mal spricht. Nein, aber insofern können wir da, glaube ich, ganz guter Dinge sein, zumal Petr Jiříček, das hat man auch schon eben hören dürfen nochmal, dass da der Druck in Tschechien größer geworden ist auf den Verein, dass die jetzt wirklich Gas geben und den verpflichten wollen. Genau. Wenn das passiert, dann passiert das andere und dann haben wir hoffentlich in der nächsten Woche nochmal einen Spieler, der vielleicht auf der Position dann etwas mehr Struktur reinbringen kann. Ja, aber einen richtigen Zehner, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du den Zehner siehst. Gibt es ja kaum noch. Ich sehe den Zehner, ich habe bei Stuttgart auch keinen Zehner gesehen. Nein, ich habe die Davi war kein Zehner. Nein, der hat überall hat das Spiel gemacht. Und von daher musste ich nicht auf den Zehner konzentrieren, sondern einer, der das Spiel offensiv gestalten kann. Wir brauchen einen schnellen, ballgewandten und ideenreichen Mann im Mittelfeld. Der den Pass spielen kann. Der überall ist, so einer wie die Davi ist, das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber den pflückt man irgendwo vom Baum, also den gibt es nicht so leicht. Naja, den die Davi hat man ja auch irgendwo hergepflückt. Ja. Aus Nürnberg, glaube ich. Der kam, von Stuttgart ursprünglich, ist dann zu Nürnberg ausgeliehen worden. Ja. Ich glaube, der war auf dem Markt, als Nürnberg abstieg. Ja. Genau wie der Kollege Ginczek ja auf dem Markt war.
Ja, das wollen wir doch nicht vertiefen, ne? Oder doch? Oder doch, das müssen wir doch einmal. Ja, doch, das also, Zitat. Es tut mir leid. Das Zitat. Das habe ich jetzt, das habe ich jetzt ganz bewusst gesagt. Das toll. Ist, ja, weil es kann doch nicht sein, dass der hier rumläuft, ausgeliehen ist zu unserem Nachbarverein und vernünftige eine vernünftige Tore Saison da spielt und wird von uns nicht. Obwohl er hier angeboten wurde, obwohl der Berater mit dem HSV gesprochen hat, wird er vom HSV nicht genommen. Geht nach Nürnberg, rettet die beinahe noch, wenn der früher aus seiner Verletzung kommt. Aber die Historie musst du anders erzählen. Beim HSV wäre es nämlich dann tatsächlich wieder so gewesen. Hätte man gesagt, okay, man holt einen vom FC St. Pauli. Dann kommt er, oder nee, war ja dann auch verliehen wieder. Aber man holt ihn jetzt hier rüber. Aber man lässt von ihn beim St. Pauli spielen. Wollte er ja. Genau, vom FC St. Pauli wollte er her. So, aber er verletzt sich dann in Stuttgart und fällt fast ein halbes Jahr aus. Also er ist ja nun auch lange ausgefallen. Nürnberg aber dann ist er bei Stuttgart ist er auch lange ausgefallen. Das heißt also, es war ja nun nicht so, dass er sofort durchgestartet ist. Dass er natürlich Qualität hat, wir hatten uns, glaube ich, mal über ihn unterhalten. Sogar, ne? Als er gekommen ist, habe ich gesagt, was für ein geiler Typ. Und was hattest du gesagt? Der schafft es nicht. Ja. Danke. So. Aber ist egal, das passiert damit wollte ich nur sagen, also so unterschiedlich sind manchmal die Meinungen, was solche Spieler betrifft. Genau. Und aber Scholle, als er von Pauli wegging, war nicht verletzt. Nein, als er zu Nürnberg ging, hat auch gut gespielt aber, bei Pauli, das ist ja auch noch das Entscheidende. Der Kreis lässt sich erweitern mit Finn Bartels und Max Kruse, die sind ja auch schön durchgefallen, obwohl sie da am Millantor ein bisschen aufgetanzt haben. Ist egal, also lass uns das... Ja. Ich glaube, das Entscheidende wird immer sein, auf dem Markt sind 3-4 Spieler von einer gewissen Güteklasse und ich glaube, das Entscheidende ist, da kannst du von den 3 meistens nehmen, da nimmst du am besten den, der am besten Charakter hat, der sich am besten führen lässt und dann ist, glaube ich, schon ganz entscheidend, was machst du aus dem Spieler in deinem Team? Wie entwickelst du den weiter? Wo kommt er hin? Und dann hast du überall selbes Niveau und der Spieler entwickelt sich trotzdem bei dir ganz gut. Ich glaube, darauf muss der HSV sich sowieso das Augenmerk lenken, dass die Spieler, die da sind, ist das, womit man täglich arbeiten kann. Die anderen kannst du perspektivisch scouten und dann dazu holen, aber wenn du mit denen, deshalb ist der Charakter auch wichtig, wenn du mit denen, die da sind, arbeitest und die auch arbeiten wollen, dann kann hier doch das genauso entstehen. Das macht Bruno Labbadia aber wirklich, das muss man ihm bescheinigen, Andreas. Also es mag vielleicht wie Hohn klingen für einige, weil Bruno Labbadia ist nicht unbedingt mein Freund gewesen. Jetzt kriegt er jede Unterstützung von mir, weil er wirklich 100% gibt, seit er wieder hier ist, zum zweiten Mal. Und der reißt sich den Hintern hier auf. Und wenn einer das macht, was du eben gerade angesprochen hast, dann macht es er, muss man wirklich sagen. Ganz eindeutig. Also ich glaube, was er ganz toll vorlebt, also er ist wirklich, ich glaube gestern hat er in der Presse gesagt, ein Fußballmaniac. Also ich glaube, wenn jemand wirklich dieses Spiel liebt und da auch machen will und erfolgreich sein will, dann ist das Bruno. Also das wird man ihm nie absprechen können und der wird auch, egal wie schlecht es läuft oder so, den Spaß am Fußball kannst du, glaube ich, Bruno gar nicht nehmen, weil der ist, glaube ich, mit dem Ball am Fuß irgendwie wahrscheinlich geboren worden oder so. Das ist auch meine größte Hoffnung gewesen, ehrlich gesagt. Ich finde jetzt auch von den Neuzugängen, die wir haben, da sind ein paar Leute dabei, die Potenzial haben wieder, wo man hoffen kann, dass es mal was wird, aber was nicht sofort greift jetzt. Ein Beispiel Gregor zum Beispiel ist jetzt keiner, wo man sofort denkt, der muss durchstarten, sondern dem gibt man Zeit und hofft darauf. Also ich finde, dass wir qualitativ im Moment jetzt, was die Mannschaft betrifft, noch gar nicht viel besser geworden sind, sondern was besser geworden ist, auch in der Vorbereitung schon, was dann in Jena halt so einen massiven Abfall gab, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, das ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, dass das größte Plus ist, was wir im Moment haben mit Bruno Labbadia und was auch das größte Plus sein wird, was wir aus diesem, na gut, außer den 3 Punkten, aber was wir aus diesem Spiel ziehen können, dass sie natürlich dann am Ende nochmal so zurückkommen, dass dann auch die Leute, die eingewechselt werden, mitentscheidend sind. Also das ist dann so, dass man wirklich sagt, man ist als Team aufgetreten und das war auch eben, ich war ja wieder, ne, um nochmal darauf zurückzukommen, nach dem Spiel und nochmal, das war eigentlich die einhellige Meinung. Das haben alle immer wieder betont. Ja. Das gab es vorher auch nicht. Dann haben sie immer noch gesagt, so schön und ich will mich jetzt hier nicht so feiern, aber es war trotzdem toll von mir. Sondern diesmal war es wirklich so, dass sie alle gesagt haben, das war halt Team und wir haben bis zum Ende durchgehalten. Also ich möchte noch eins dazu sagen. Die HSV-Spieler, die wissen gar nicht, was sie für ein Publikum haben. Das stimmt. Das ist unglaublich. Das war okay. Überragend. Ostscholleck 2-3 Mal, da haben sie dann auch mal die Unmutsäußerungen. Vornehmlich im Osten, gegeben. Weil er sich da was abgeknallt hat. Aber was die bis zur 90. oder bis zur 85. nachher lief es ja eh von alleine, weil dann, wenn du 2-2, dann ist ja Euphorie ohne Ende da. Aber was die bis zur 85. Minute abgeliefert haben, da kann man nur sagen,
vornehmlich der Norden, das hier, muss man sagen, also wo Hut alle ab, Angst gehabt haben, nachdem da eine Gruppe ausgetreten ist oder sich verabschiedet hat, aber der Norden war heute also sensationell. Also ich habe alle Bundesligaspiele gesehen, heute und auch gestern, so eine Stimmung also wie heute hier in Hamburg hat es nirgendwo gegeben, muss man wirklich mal sagen. Also großes Kompliment. Ja, das wollte ich damit sagen. So, wir sind am Ende. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Das war eine Sendung des, ich komme noch zu dir, Scholle, des Abendblatt TVs und an den Mikroskopen, wollte ich gerade sagen, an den Kameras waren Axel Leonhard und Volker Sabach, unsere bewährte Crew. Und dann möchte ich mich noch bedanken. Mir haben nämlich heute zwei HSVer bzw. Mats Aber jeweils 20 Euro zugesteckt. Ihr wisst, unsere große Sammelaktion. Und zwar ist das einmal der User Napoli und einmal unser Ordner Stefan Lenz. Vielen, vielen Dank dafür. Wird Montag sofort erledigt und eingezahlt. Und jetzt kommt Scholle ganz zum Abschluss und sagt nicht nur fragt nicht nur den Tipp für das Köln-Spiel ab, sondern sagt auch noch Folgendes. Ja, genau. Ich möchte mich auch einmal noch bedanken, weil wir auch persönlich angeschrieben werden von dem einen oder anderen. Und heute war es auch ein Münchner Fanclub, Schwarz-Weiß-Blau. Jürgen Spiegel hat uns geschrieben und die haben dort gesammelt. Und die Summe ist gar nicht so erheblich. Es geht einfach darum, dass sie es mitmachen. Das finde ich super. Und auch die Fanclub-Mitglieder, die nichts eingezahlt haben, genauso klasse. Wirklich eine tolle Geschichte. Einfach, es macht wirklich Spaß, wenn man dann hier diese Nachrichten bekommt und vor allem diesen Zuspruch. Jeder hat 1887 gezahlt. Ja, ich wollte es gar nicht sagen. Doch, das ist auch gar nicht so erheblich. Es geht ja darum, dass einfach die Leute mitmachen und das ist klasse. Aber Köln, in Köln. Unentschieden, 1-1. 1-1, geht da schnell. Andreas. 1-1 schließe ich mich an. Wenn ich eins noch loswerden darf, ich will mich auch speziell bei der Mannschaft ganz herzlich bedanken, dass durch diesen Sieg die Stimmung nächste Woche in der HSV-Fußballschule sehr gut sein wird, weil die Kiddies dann beim richtigen Verein die Fußballschule machen. Erzähl, wo? Norderstedt, sonst in ganz Norddeutschland ist er noch, oder Schleswig-Holstein ist er noch eine Woche. Du bist dabei auf jeden Fall. Ich bin auch dabei, genau. Ja, siehst du, das ist doch ein Anreiz für jeden kleinen Knirps da hinzuschlendern. Genau. Ne? Okay, ich bin viel nicht Glück. Mehr dabei, ich bin raus. Aus Nein, dem aber Alter. Du warst jahrelang du dabei ja, und du hast deinen alten Teil verdient. Danke, ne? Du danke, hast alles, wir. Du hast alles, wir haben wir. Das alten Teil verdient, genau. Du hast alles richtig gemacht in deinem Leben, muss ich dir wirklich sagen. Du auch. Ne? Also, hörst du auf. So, bevor wir ins Schlauen, ich glaube 0-0. Bevor wir ins Schlendern kommen hier und ins Plaudern, nochmals vielen, vielen Dank. Auch an die Leute hinter den Kameras, an dich, Scholle, und selbst, ja, ich dann bedanke mich auch und dann einen schönen sommerlichen, tollen Abend in Hamburg. Ich muss jetzt noch schnell zu einer Silberhochzeit. Bis dann. Tschüss. Moin, moin, liebe Mats, aber ja, eigentlich wollte ich so anfangen. Wer wird deutscher Meister? HSV. Also was da draußen im Moment abgeht, nach dem Schlusspfiff und auf dem Weg hier, mein Weg hierher in die Volksbank Arena, das ist sensationell. Und es wird natürlich nicht von der deutschen Meisterschaft gesungen, des HSV, aber immerhin, oh, wie ist das schön und niemals zweite Liga, niemals, niemals. Das werden wir sehen. Aber im Moment hängt der Himmel voller Geigen hier in Hamburg. 3-2 gegen den VfB Stuttgart. Der HSV hat zweimal zurückgelegen und dann das Spiel in den letzten Minuten oder Sekunden gedreht. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unseren Gästen. Neben mir sitzt Scholle, er ist kein Gast, sondern er gehört zur Sendung und ganz ins Schweinchen rosa diesmal Jürgen Staes, unser ehemaliger HSV-Torwart und in HSV-Blau kann man fast sagen, Andreas Merkle, unser Saragossa-Bomber. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Hitze euch hierher gequält habt und dass ihr mit uns dieses Spiel aufarbeiten wollt. Ja, ich bin noch total mitgenommen, muss ich sagen, und noch gar nicht in dieser Sendung drin. Wie geht's euch? Ja, Dieter, im Grunde sind da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir das Ding 3-2 gewonnen haben. So geht's mir. In den letzten 5 Minuten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bis zur 85. Minute war das aber auch ein ziemliches Gequäle. Und wir müssen
froh sein, dass die Stuttgarter 40 Minuten mit einem Mann weniger gespielt haben. Ich glaube, ansonsten wäre das eine ganz, ganz schwierige und Sache geworden. Und wie gesagt, am Ende bin ich froh, weil 3 Punkte sind 3 Punkte, die wir haben. Wir stehen jetzt im Mittelfeld. Erstmalig auf Platz 9. Mensch, wann hat es das zuletzt gegeben? Gibt nächstes Jahr wieder richtig Geld vom Fernsehen. Ja, genau. Ja, aber dieses Drumherum, dass wir ein Erfolgserlebnis brauchen, dass es nicht gleich wieder heiß kommt, es zieht uns alles wieder runter. Ich glaube, das ist sollte Motivation genug sein. Das ist für mich das Positive an diesem Spieltag. Andreas, wie siehst du es und bist du genauso noch außer Rand und Band oder hast du das ganz locker und cool da oben auf der Tribüne ertragen? Nee, ganz locker und cool mit Sicherheit nicht. Und ich glaube, es ist schon verständlich, dass die Fans so euphorisiert sind, denn sowas hat man nicht alle Tage, selbst wenn es gegen 10 Mann ist. Es ist ja dann doch nur so, dass man ganz zum Ende richtig erleichtert sein kann, dass es noch so hingehauen hat. Und einerseits natürlich auch selber erkämpft, also hat es die Mannschaft sich selber verdient. Andererseits ist es natürlich schon dem Umstand geschuldet, dass für die anderen die Beine schwerer wurden und dass sowas dann am Ende passieren kann. Aber es ist schon klasse, dass die Mannschaft das so hingebracht hat und wir uns jetzt nicht die Köpfe zerbrechen müssen vor den schweren Auswärtsaufgaben, die da anstehen, mit einem geringeren Punktekonto, als jetzt vorhanden ist. Ja, genau. Dass sich der VfB Stuttgart selbst geschadet hat durch diese Dummheit, die Klein beging, innerhalb einer Minute faulte er zweimal und sah zweimal gelb, das gehört zum Fußball. Ne? Also das ist ja keine Schuld des HSV, dass er das dann ausnutzt. Ne? Nee, das auf keinen Fall. Das erste Foul war klar ein taktisches Foul. Da hat der Schiri auch erst weiterlaufen lassen, den Vorteil, und hat er, glaube ich, 1:30 später die gelbe Karte gegeben. Also der war vorgemerkt. Genau, und das zweite war natürlich, kann man jetzt drüber reden, ob das vielleicht im Bundesligaspiel eigentlich nicht passieren darf, dass er genau weiß, die nächsten 5 Minuten muss ich mich eigentlich zurückhalten. Vor allem, es war ja in Gegners Hälfte, sich da noch so mal eine gelbe Karte einzuhandeln, die dann zur gelb-roten führt. Das ist vielleicht auch symptomatisch für das Defensivverhalten des VfB Stuttgart, das doch noch nicht so ganz ausgegoren ist. Da sind sie noch, das ist halt noch nicht richtig der Bundesliga-Standard. Wenn man sich das Foul mal anguckt, das werden mit Sicherheit einige heute noch im Sportstudio noch mal sehen können, das sah echt übel aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass das zweite da wieder aufsteht. Das zweite war echt übel, muss man wirklich sagen. Also das ist eine klare gelbe Karte, ja, und dadurch ist gelb-rot. Vielleicht auch eine kleine rote Karte. Ja, aber ich glaube, die Schiedsrichter sind da ein bisschen nachsichtiger. Nimm mal letzte Woche unseren Herrn Spajic. Okay. Das war ein ähnliches Foul und der hat nicht mal eine Karte dafür gekriegt und wäre sonst runtergegangen. Der heute total besinnlich gespielt hat, wollte ich gerade sagen. Frohe Weihnachten, Scholle. Also du hast kein Treten oder kein bewusstes Foulspiel von ihm gesehen. Ich habe kein Foul gesehen von ihm sogar. Ja, Foul gespielt hat er schon, aber er hat nicht überhart gespielt, das stimmt. Er hat auch diese Szenen, diese vermeintlich harten Szenen, wie jetzt in München, wo er da nochmal auf den Fuß tritt. Sowas gab es heute tatsächlich nicht. Aber ich fand ihn an sich gut, hätte er diesen einen Aussetzer da nicht gehabt bei Ginczeks Treffer, bei dem 2:1 war es, da muss er natürlich besser stehen. Und er hat noch einen kleinen Aussetzer gehabt, der aber folgenlos blieb. Ja. Kurz vor Schluss, so 10-12 Minuten unterm vor Schluss, hat er unter dem Ball durchgehauen im eigenen 16er. Zum Glück stand hinter ihm ein Kollege, der die Gefahr noch bereinigen konnte. Aber trotzdem muss man sagen, also ich habe immer daran geglaubt oder gedacht während des Spiels, Lavadia, das war in irgendeiner Zeitung oder in vielen Zeitungen in dieser Woche zu sehen, dass er mit Spalch ein Vier-Augen-Gespräch geführt hat auf dem Acker. Und vielleicht hat das ja gefruchtet, dass er ihn sich mal beiseite genommen hat und ein bisschen beruhigt hat. Ich glaube, dass es gar nicht nötig ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass der Spalch das alles schon ziemlich bewusst macht, was er macht. Und ich glaube, dass man mit dem nicht mehr großartig reden muss. Der weiß, was da passiert ist. Er weiß, wie die Szenen gedeutet wurden. Er weiß, was daraus für eine Stimmung entstanden ist. Und er wusste es heute genau richtig einzusetzen, dass er halt nicht diese zweifelhaften Szenen hat, weil der Schiedsrichter dann vielleicht doch nochmal im Zweifel ging. Da du mich vorhin kritisiert hast, dass ich immer gegen die Torhüter bin, dein Kollege, dein Nachfolger René Adler, der trieb einige doch ein bisschen zur Weißglut mit seinen Abstößen. Kannst du mir die Taktik erklären, warum er den Ball in Seelenruhe hinlegt und guckt und dann in Seelenruhe zurückgeht, dann vergeht schon mal eine Stunde und dann läuft er dann doch wieder an und haut das Ding nach vorne. Also geht das nicht schneller oder macht er alles richtig dabei? Das weiß ich nicht. Nach meiner Meinung macht er nicht alles richtig. Aber
das wird wahrscheinlich in seiner Mentalität sein. Das wird seine Mentalität sein. Wenn du ihn siehst beim Abschlag oder beim Abstoß, ist ja ein Abstoß, ja, wenn der Ball auf dem Boden liegt. Das sieht so, ja, wie soll ich das sagen, so phlegmatisch anteilnahmslos aus. Anteilnahmslos sieht das aus. Aber das riecht dich das nicht auch auf? Das, aber es nützt doch nichts, wenn es mich aufregt. Er macht es seit dem letzten Jahr, seit dem vorletzten Jahr. Es ist seine Art, das so zu spielen. Ich finde es viel schlimmer, wenn diese Abwehrspieler sich anbieten, er spielt die Ahnung, kriegt das Ding dann wieder zurück und ist dann 5 Meter weiter zurück, als er vorher war. Das riecht mich auf. Was soll so ein Zeus? Was soll so ein Gurke da hinten? Wir sind nicht Bayern München, die du anspielen kannst und die dann von hinten nach vorne kombinieren. Wir spielen an, auf der Seite, der spielt ihn zurück, der lässt ihn laufen, fast bis auf die Torauslinie, dann haut er sie nach vorne. Da habe ich kein Verständnis für und da weiß ich ja auch nicht, warum man das nicht anspricht und warum man das nicht ändert. Ja, na gut. Vielleicht sieht Herr Bruno Labbadia heute Nacht diese Sendung. Der hat ja auch einen Torwarttrainer. Und ja, die arbeiten Stefan ja... Stefan Wächter heißt der gute Mann. Ja, ich weiß, ich kenne Stefan gut. Ja. Und die arbeiten jeden Tag zusammen. Ja. Aber das ist vielleicht auch eine Eigenart von ihm, wie du auch schon selbst gesagt hast, die er sich nicht abtrainieren lässt. Also... Aber ich finde dieses Anspielerei zu dem Abwehrspieler, der ihn dann auch nur zurückspielt. Und dann bist du plötzlich nicht 5 Meter vom Tor, sondern 2 Meter vom Tor und haust ihn dann auch lang raus. Dann kannst du ihn gleich lang raushauen. Wir hatten diese Szene auch einmal kurz vor Schluss dann auch, da hat Adler den Ball abgeworfen auf rechts außen, auf rechte Außenseite in dem Moment auf Diekmeier. Gar nicht so einfach, weil Diekmeier dann von 2 Leuten angelaufen wurde. Der kriegt ihn aber unter Kontrolle, spielt ihn zurück und spielt ihn auf Giroud und der schlägt ihn dann lang. Was natürlich dann überhaupt in der ganzen Aktion keinen Sinn mehr ergibt, weil dann hätte Adler den gleich Ding auch quasi vorher schon lang machen können. Es ist auch nicht so, dass man als Torwart irgendwie das Gefühl hat, wenn man den Ball jetzt schnell macht oder schnell auf den Verteidiger spielt, dass es dann einen sinnvollen Spielaufbau gibt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Insofern verstehe ich, was Starsky da meint. Ja. Aber darf ich nochmal auf Holtby zurückkommen? Der hat ja nun eine wirklich ordentliche Vorbereitung gespielt. Alle haben gedacht, so, hoffentlich hält er das bei und er schafft es leider nicht. So, jetzt hat er im zweiten Spiel leider wieder eigentlich ja gar nicht stattgefunden. So, das Gute daran ist, dass er natürlich den Druck nochmal auf die Verantwortlichen erhöht, auf der Position noch was zu machen, denn diese Position ist beim HSV völlig verwaist. Da gibt es ja einen Marcelo Diaz, der aber eigentlich eher aus der Tiefe kommt und von da sein ruhiges Spiel aufzieht, der für die 10 eigentlich nicht so geeignet ist. Ein Ekdal sieht sich selber auch nicht auf der 10, haben wir auch vorhin nochmal mit ihm kurz gesprochen nach dem Spiel. Der war heute völlig fertig. Was hast du nach dem Spiel alles gemacht? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja unglaublich. Ja. Aber die waren natürlich heute auch alle so, dass sie schnell stehen geblieben sind und reden wollten, was natürlich ein schönes Spiel war. Unfassbar. Worüber man gerne mal spricht. Nein, aber insofern können wir da, glaube ich, ganz guter Dinge sein, zumal Petr Jiříček, das hat man auch schon eben hören dürfen nochmal, dass da der Druck in Tschechien größer geworden ist auf den Verein, dass die jetzt wirklich Gas geben und den verpflichten wollen. Genau. Wenn das passiert, dann passiert das andere und dann haben wir hoffentlich in der nächsten Woche nochmal einen Spieler, der vielleicht auf der Position dann etwas mehr Struktur reinbringen kann. Ja, aber einen richtigen Zehner, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du den Zehner siehst. Gibt es ja kaum noch. Ich sehe den Zehner, ich habe bei Stuttgart auch keinen Zehner gesehen. Nein, ich habe die Davi war kein Zehner. Nein, der hat das Spiel gemacht. Und von daher musste ich nicht auf den Zehner konzentrieren, sondern einer, der das Spiel offensiv gestalten kann. Wir brauchen einen schnellen, ballgewandten und ideenreichen Mann im Mittelfeld, der den entscheidenden Pass spielen kann. Der überall ist, so einer wie die Davi ist, das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber den pflückt man irgendwo vom Baum, also den gibt es nicht so leicht. Naja, die Davi hat man ja auch irgendwo hergepflückt. Ja. Aus Nürnberg, glaube ich. Der kam, glaube ich, von Stuttgart. Ursprünglich ist er zu Nürnberg ausgeliehen worden. Ja. Ich glaube, der war auf dem Markt, als Nürnberg abstieg. Ja. Genau wie der Kollege Ginczek ja auf dem Markt war. Ja, das wollen wir doch nicht vertiefen, ne? Es tut mir leid. Das habe ich jetzt ganz bewusst gesagt. Toll! Ja, weil es kann doch nicht sein, dass der hier rumläuft, ausgeliehen ist zu unserem Nachbarverein und eine vernünftige Tore Saison da spielt und wird von uns nicht, obwohl er hier angeboten wurde, obwohl der Berater mit dem HSV gesprochen hat, wird er vom HSV nicht genommen. Geht nach Nürnberg,
rettet die beinahe noch, wenn der früher aus seiner Verletzung kommt. Aber die Historie musst du anders erzählen. Beim HSV wäre es nämlich dann tatsächlich wieder so gewesen. Hätte man gedacht, okay, man holt einen vom FC St. Pauli, dann kommt er, oder nee, war ja dann auch verliehen wieder. Aber man holt ihn jetzt hier rüber. Aber man lässt ihn beim HSV spielen. Wollte er ja. Genau, vom FC St. Pauli wollte er her. So, aber er verletzt sich dann in Stuttgart und fällt fast ein halbes Jahr aus. Also er ist ja nun auch lange ausgefallen. Nürnberg und dann ist er bei Stuttgart ist er auch lange ausgefallen. Das heißt also, es war ja nun nicht so, dass er sofort durchgestartet ist. Dass er natürlich Qualität hat, wir hatten uns, glaube ich, mal über ihn unterhalten. So, ne? Als er gekommen ist, habe ich gesagt, was für ein geiler Typ. Und was hattest du gesagt? Ihn entschieden hätte. Hat er gar nicht erst provoziert. Er hat es einfach gut gemacht an sich. Wie gesagt, bis auf diese eine Szene gegen Ginczek und wenn du die Szene noch dazu rennst, die zweite auch am Ende. Aber ansonsten finde ich, hat er seine Sache da sehr ordentlich gemacht. Das war also schon auf jeden Fall eine Verbesserung zum Spiel in München. In allen Bereichen fast, aber ja. Ich glaube, der Spajic, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt ein Freund von ihm, weil er immer so am Rande der Legalität heute ist. Heute nicht, ne? Ja, aber nee, wenn du das letzte Jahr oder anderthalb Jahre gesehen hast, immer so am Rande der Legalität. Aber ich glaube, für diese Mannschaft ist es ein wichtiger Mann. Der hat die Erfahrung, der wird auch noch ein Jahr, zwei spielen und der weiß, wo es lang geht und wird auch die Mitspieler auch mal ein bisschen versuchen, nach vorne zu bringen. Wir haben immer noch zu viele drin, wo ich sage, mei, oh mei, was leise Treter oder, ja, oder leise auch fußballerisch, und, die ja, noch zulegen müssen, fußballerisch. Wir können jetzt, also ich nehme mal einen raus. Ich weiß Scholek. Ja, wusste ich. Dieter, jetzt mal ehrlich, der hat Unterstützung gekriegt bis zum geht nicht mehr. Der hat letzte Woche schon nicht gut gespielt, hat heute wieder 90 Minuten gespielt. Der hat also vom Trainer sämtliche Unterstützung und sämtliche, alles, was ein Spieler braucht, um vernünftiges Spiel abzuliefern. Und jetzt mal ehrlich, was er da heute an Querschlägen drin, an Sachen ins Ausgespielt, also es war schon. Es war schon teilweise haarsträubend, aber du hast von Harnik, der ja eigentlich über rechts kommt, nichts gesehen. Das ist der HSV-Schreck. Das lag aber nicht an Ostscholek. Das lag an Harnik. Harnik hat schon zwei, drei Situationen gezeigt, was er drauf hat. Aber zu wenig, sonst erschießt er hier den HSV. Aber wenn er den erste Halbzeit trifft zum Beispiel, das ist ja so ein typischer Harnik, gar nicht zu sehen, und dann macht er ihn trotzdem am Ende. Also mich hat ein bisschen gewundert, dass er Harnik vielleicht dann doch mal runternimmt. Bei so einem überragendes Spiel war es jetzt nicht von ihm. Andererseits, wenn du so einen hast, der HSV-Schreck ist, dann lässt du den wahrscheinlich dann eben dann noch länger drauf. So ist das. Ja, aber man muss vielleicht auch, also die Nummer zu Ostscholek ist vielleicht auch, der Trainer sieht es im Moment so, dass er ihn spielen lässt. Natürlich ist Ostscholek schon länger gesetzt, aber das ist ja das, was wir dann teilweise noch einmal fordern. Man muss den Spielern noch einmal Vertrauen geben über eine längere Phase und einfach das mit in Kauf nehmen, dass der noch nicht so weit ist. Die Frage ist ja immer, hat er schon so lange Chancen gehabt, dass mal ein anderer vielleicht dran wäre, aber dann musst du den auch wieder 3-4 Wochen bringen und zumindest jetzt. Da hat jeder seine Meinung. Diese Aufstellung heute hat er genau das, was du sagst, dass er sagt, er vertraut den Leuten einfach mal, er gibt den Vertrauen mit. Das hat er genau so gemacht. Er hat die gleiche Elf von München nochmal aufgestellt. Da waren also nicht wenige überrascht, dass das so kam. Und er hat auch Gideon Jung zum Beispiel, der hat in der ersten Halbzeit hat er ein unterirdisches Spiel gemacht. Ich habe mit ihm gesprochen, er sagte, er weiß nicht genau, was los war, aber er hatte irgendwie das Gefühl, er hätte so eine Sekunde zu spät alles eingeschaltet. Er war immer eine Sekunde zu spät, sagt er. Und dann hat er gesagt, ich wusste, dass ich scheiße gespielt habe, erste Halbzeit. Und zweite Halbzeit wusste ich, jetzt musst du deine Chance nutzen. Sonst ist es wieder zu spät. Mit den eigenen Haaren aus dem Rumpf gezogen. Und bei dem muss man ja sagen, genauso hat er es vielleicht bei Ostscholek gehofft, aber die und bei Gideon Jung ist es halt eingetreten. Er hat sich da ja nun wirklich wieder rausgezogen und hat zweite Halbzeit, in meinen Augen, hat er wirklich ein erstaunlich richtig gutes Spiel gemacht. Ich meine, für alle war es ein Glück, dass es 11-10 war plötzlich, weil dann wird alles ein bisschen entspannter. Du hast länger Zeit, den Ball anzunehmen, zu bearbeiten, zu gucken. Da dürfen wir uns auch keinen Sand in die Augen streuen, aber das sehe ich nicht. Die gelb-rote Karte war komplett berechtigt. Das gehört zum Spiel dazu und insofern geht das schon in Ordnung, dass dann ein, zwei, drei Spieler dadurch auch eine gute zweite Halbzeit spielen konnten. Und du als Ex-Stuttgarter warst überrascht vom VfB, dass er doch nicht so viel gezeigt hat, wie er eigentlich seinen Ruf vorauseilte so? Nee, eigentlich nicht. Was ich auf meinem Zettel so nebenher so ein bisschen auch notiert habe, da waren ganz, ganz viele Großchancen dabei, auch solche, die irgendwo im Entstehen waren. Also das war nicht so. Ich habe letzte Woche das Spiel gegen Köln, jetzt um VfB das zu sagen, da war es ähnlich und da sind sie auch am Ende kalt erwischt worden. Da haben sie zwar 11 gegen 11 gespielt, heute war es 11 gegen 10, da kann man es vielleicht durch die Unterzahl erklären, aber letztendlich ist es auch eine taktische Geschichte und auch vielleicht am Ende der fehlenden Erfahrung in der Abwehr, dass die noch nicht ganz abgestimmt ist. Und
Ich kann mir vorstellen, dass Bruno Labbadia, wahrscheinlich der ganze HSV, die wussten, wenn wir da bis zum Schluss dranbleiben, dann tun sich da Lücken auf. Wenn du die Woche vorher siehst, dass die innerhalb von 10 Minuten 2, 3 Tore bekommen, dann weißt du, das kann am nächsten Wochenende, also sprich heute, genauso passieren. Ja. Und also der VfB hat mich nicht enttäuscht. Offensiv. Der HSV dich überrascht? Nicht überrascht. Also das, ich habe eigentlich schon erwartet, dass sie bis zum Ende da dranbleiben. Ja. Und aber man muss momentan auch damit leben, dass ein paar Bälle ganz unterirdisch irgendwo noch weit im Auslanden. Selbst von Spielern, die gerade Ekdal, der hat 2, 3 wunderbare Bälle gespielt und trotzdem sind ihm 2, 3 irgendwo abgerutscht. Das muss man wahrscheinlich auch nach so einem Start jetzt noch in Kauf nehmen. Das darf natürlich auf Dauer nicht Anspruch des HSV sein, dass da so viel Streuung dabei ist. Dazu kann ich sagen, das habe ich eben von Bruno Labbadia noch gehört, wir werden jetzt nicht alles schön reden und schön machen. Wir wissen, woran wir noch hart arbeiten müssen. Und wir werden auch in dieser Saison kein einziges Spiel mal locker und leicht gewinnen können. Es fehlt noch die Struktur in der Mannschaft. Ja, jetzt die Treffer. Jetzt frage ich dich aber, der Herr Zorniger hat ja auch erst angefangen jetzt da. Ne? Ja. Der hat ja ein ähnliches Problem. Der hat zwar viele Leute schon gehabt, aber hinten in der Abwehr hat er auch seine Problemchen. Nur ich fand, die haben strukturierter gespielt als wir. Auf jeden Fall bis zur 80. Minute. Ja. Und solange wie wir 11 gegen 11 waren, hatte ich immer das Gefühl, die waren einen Tick schneller, die wussten, was sie machen. Und bei uns sah das sehr, sehr zäh aus. Wie gesagt, Starsky, ich bin aber froh. Kommt der HSV her? Mit einer 0-5 Klatsche aus München. Und wo kommt Stuttgart her? Mit einer 1-3 Klatsche ja, zu Hause. Ja, aber alle Welt hat ihn bescheinigt. Und alle Welt hat ihn bescheinigt, trotzdem besser gespielt zu haben. Und guck dir die Aufstellung an. Da muss ich sagen, da hatte ich doch ein bisschen Ehrfurcht vor diesem VfB. Also diese Mannschaft ist eigentlich vom Namen her deutlich besser als der HSV. Aber die haben mit dieser Mannschaft letztes Jahr im Abstieg genauso gespielt wie wir. Das ist klar. Aber jetzt mit neuem Trainer, ja, neuer ja. Schwung. Und ja, ja, aber in Stuttgart sind sie alle ganz euphorisiert, muss man wirklich sagen. Kann man ja, also wenn du die Chancen siehst, diese Art, wie sie Fußball spielen, die haben mit dem Didavi einen, der für mich überragend gespielt hat, überragender Mann ist, der auch noch seine noch mehr Akzente setzt. Der hat normalerweise einen mit dem Kostic, mit dem Harnik und mit dem Ginczek, der hat vier Offensivspieler. Ja. Der Gentner rennt hoch und runter wie nur was. Also da ist was. Da das einzige Problem, siehst was du? Die haben, ist ein Torwart. Ja, von dem sehe ich die Ausstrahlung nicht beim zweiten Tor. Das ist ja nur die Nummer 2. Ne? Wieso ist das die Nummer 2? Es ja, gibt keine Nummer 1 und Nummer 2 bei denen bis heute. Das doch, ist einfach so. Doch, doch. Also den Dortmunder, den haben sie schon gekauft. Ne? Ja, die haben beide gekauft. Die mussten werden, ja, ne? Beide kaufen, weil sie beide weg genau. waren. Und dann haben sie ein Problem in der Innenverteidigung. Da fehlt ihnen die Erfahrung. Und das ist natürlich riesige, das ist für die natürlich ganz, ganz bitter. Ja. Aber ansonsten sind die, finde ich, gut aufgestellt. Und werden. Mehr habe ich nicht gesagt. Was sollst du sagen, Andreas? Ja, ist schon die Diskrepanz zwischen Offensive und Defensive ist beim VfB schon sehr gravierend. Das kann man sich eigentlich gar nicht erklären. Und normalerweise im Bundesliga-Geschäft, wenn man von Geschäft reden darf, im Bundesligasport, darf das eigentlich nicht sein. Also das hätte man, glaube ich, schon vor einem Jahr, anderthalb erkennen müssen, dass da nicht plötzlich so ein Unterschied zwischen Offensivkraft und dem Abwehrverhalten besteht. Und das kann für den VfB tatsächlich noch ein Problem werden. Wenn man das heute sieht, je nachdem wie das Vertrauen in die eigenen Spieler ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der VfB auf dem Transfermarkt noch was machen muss. Das denke ich auch mal. Ende August. Also hinten sind die ja erschütternd. Wir reden jetzt über den VfB. Genau, ich wollte jetzt zum HSV kommen. Ja, weil gut, du wunderbar. Eben gesagt hast, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir diese ganz große Diskrepanz beim HSV schon gar nicht mehr sehen. Okay, dann können wir ja, da können wir gerne mal drauf eingehen. Da würde ich. Du hast eben gesagt, alle waren überrascht. Auf jeden Fall galt das für die Pressetribüne, kann ich sagen. Ja. Dass Bruno Labbadia dieselbe Aufstellung ins Spiel geschickt hat, wie die Anfangsformation in München. Eine Kollegin hat freundlicherweise und scherzhaft gesagt, never change a winning team. Und warum waren wir alle überrascht? Erzähl mal. Ja, weil es doch Gründe gab, umzustellen. Und auch in der, für in dich, der, sag mal, welche hättest du gehabt? Ich hatte Nikolai Müller zum Beispiel in der Woche einigermaßen gut gesehen. In dem Testspiel gegen Cagliari, da war auch ein Ivica Olic, zweite Halbzeit, als sie reinkam, waren sehr aktiv. Ivo Ljicevic ist angeschlagen gewesen, konnte eine Zeit lang nicht richtig mittrainieren. Also
Da gab es schon Gründe und Nostrolik ist in München auch nicht unbedingt als Gewinner vom Platz. Gut, keiner, aber ich meine, da hat er wirklich nicht gut gespielt. Nein, insofern fast hätte man da schon. Andersrum habe ich gestern auch, habe ich auch geschrieben, ich habe auch gesagt, lieber eine Viererkette, die wirklich konstant zusammenspielt die ganze Zeit. Ich glaube, dass die am Ende besser spielt, als wenn du da immer viel umstellst, aber viel, viel Qualität umstellst. Dann die Abstimmung ist, glaube ich, am Ende das Entscheidende in der Viererkette. Und ich hoffe, dass das sich am Ende irgendwann auszahlt, dass Labbadia da diese Geduld mit Ostrolik mitbringt. Gut, also überraschend war es trotzdem. Ich habe auch vor dem Spiel gesagt, wenn das gut geht, dann ist er natürlich ein großer Gewinner, aber er hat hoch gepokert und das hat er tatsächlich. Aber jetzt ist er ein Gewinner. Ja, aber ja, gut, jetzt ist er ein Gewinner. Er hat aber auch relativ viel umstellen müssen, dann, um überhaupt erst in diesen Fluss zu kommen, dass es dann einigermaßen offensiv wurde. Ja, muss man ja ehrlich zugeben. Erstens natürlich dann durch diese Überzahl, dann natürlich durch das Hereinnehmen von Olic, von Lasogga, Müller am Ende noch, genau. Das war natürlich dann einmal alles nach vorne reinzuwerfen und dann hat man auch gesehen, dass genau das, was wir eben angesprochen haben, dass die Stuttgarter halt hinten einfach noch nicht so sattelfest sind. Das ist dann halt auch auffällig geworden. Greg Roth zum Beispiel hat heute auch, also ich will jetzt hier nicht also einzelne Leute schlecht machen, aber da hätte man auch nach 45 Liga. Minuten schon sagen können, also das geht das nicht weiter. Das war wirklich VfL Bochum. Genau, bei Jung ist es gut gegangen, aber bei Greg Roth reden wir. Das ist ein Junge, genau. Ist ein Talent, der bin hat ich ja in der zweiten dir. Liga bin ich ja bei dir. Der hat es in München taktisch vernünftig gespielt, wenn er einen Ball hatte, konnte er damit umgehen. Heute lief vieles an ihm vorbei. Da hat er denn zu langsam reagiert. Da hat er den Ball gehabt, nochmal aufspringen lassen. Dann war einer dazwischen. Also es war ein Tick zu wenig. Bin ich bei dir. Aber die andere Seite ist, die ist ein junger Mann und dem muss man immer mal wieder die Möglichkeit geben. Wobei ich auch überrascht war, dass er gespielt hat und auch das Kollege Holtby gespielt hat. Weil das, was er spielen soll, will oder was wir alle von ihm uns erwartet von haben. Holtby. Von Holtby. Ja. Hat er bis heute nicht eingelöst. Ist er, ist wahr, einer, ja. Er ist einer, der läuft über den wie Platz. Wie Forrest Gump habe ich geschrieben. Ja, aber im Grunde nichts, wo du sagst, jo, das ist was Greifbares. Der weiß jetzt, was er macht und der zieht das Spiel an sich und verteilt. Nein, der läuft da rum und unterm Strich kommt dann zu wenig bei raus, sowohl in der Offensive als auch im Defensivverbund, weil bei ihm fängt das irgendwo mit an. Und den hatte ich also als erstes dann auch bei den Auswechslungen gesehen, weil da hätte ich, was weiß ich, Olic oder Lasogga hingestellt. Ich hätte Olic dahingestellt, dass er um den Mittelstürmer rumspielen kann. Und aber es ist anders gelaufen. Aber Bruno hat letztendlich das Richtige gemacht, weil wir 3-2 gewonnen haben. Auch das Richtige, Andreas, das muss man mal sagen. Drei alte Säcke, sag ich mal, mit Lasogga, mit Olic und mit Müller. Drei aus der vergangenen Saison. Ist das ein Zeichen für dich? Nee, das sind doch Stürmer, die Qualitäten haben. Also Olic hat es schon immer nachgewiesen. Lasogga hat auch schon wunderbare Zeiten hier gehabt. Müller hat hier jetzt noch nicht so viel gehabt. Aber allein dieses Tor gegen Karlsruhe lässt ihn dazugehören. Er ist Teil dieser Geschichte und hat auch Qualitäten. Und die kannst du immer reinbringen. Die Frage ist ja nur, wen lässt du von Anfang an spielen? Wer ist der Joker? Und Olic und Lasogga sind auch ideale Joker. Lasoggas Ziel wird klar sein, irgendwann mal wieder von Anfang an regelmäßig zu spielen. Bei Olic wird es wahrscheinlich so sein, dass er vielleicht sich mit dieser Joker-Rolle anfreunden kann. Der hat das Alter dafür und kann dann immer für was Neues sorgen. Da gab es genügend Beispiele, wo so Alte ganz wichtig waren von der Mannschaft, die dann auch nicht gleich stänkern, wenn sie nicht draußen sind. Obwohl Olic natürlich sehr ehrgeizig ist und auch von Anfang an spielen will. Aber das kann zu Pass kommen und deshalb, Müller ist ja glaube ich 27, da würde ich ja nicht mehr von alten Säcken reden. Du hast wahrscheinlich gemeint von letzter Saison, ja, aber das was ist schon eine Saison gemeint. Beim HSV? Du musst hier 2-3 Jahre spielen, damit du auch hier als alter HSV-Sack dann gelten kannst. Also, dass die drei reinbringen kannst und dass sich dann was ändert, das ist eigentlich schon normal. Du als Stürmer? Es waren auch die einzigen Stürmer, die er hatte. Ne? Also der Rest wäre jetzt etwas defensiver mit Diaz und Kacha und Sakai, die er noch, den auch noch auf der Bank hatte. Also Kacha hätte er zum Beispiel, wenn Kacha hätte man als kopfballstarken Spieler auch noch bringen können. Ja. Aber du als Stürmer, Shiplock oder Lasogga von Anfang an? Das ist eine Frage der Fitness, was vorher gelaufen ist. Shiplock hat einen kleinen Bonus, weil er neu gekommen ist, weil er wahrscheinlich keine ganz schlechten Spiele gemacht hat. Bei Lasogga weiß man natürlich nicht, er hat jetzt abgenommen, wie fit ist er wirklich, aber was er ist dann doch irgendwie eine Tormaschine und gefährlich. Und insofern wird es vielleicht ein Wechselspiel jetzt geben, dass mal der spielt. Und dann wird sich vielleicht raussetzen, dass nur einer spielen kann. Vielleicht gibt es auch ein System, wo beide irgendwie sind. Nur wenn der HSV zurückliegt.
Glaube ich. Ja. Ich hätte tatsächlich Olic vorne drin, ganz vorne drin beginnen lassen, ehrlich gesagt. Nee, weil also ich glaube, dass das der Einzige ist, der beides ein bisschen miteinander vereint. Das ist jetzt, wir reden jetzt hier auf einem Niveau, natürlich, wo wir immer noch sagen, da musst du normalerweise noch einen besseren haben. Also das ist jetzt alles, alle drei sind in meiner Meinung nach noch nicht so funktional, dass man sagen kann, da hat man vorne genug investiert, genug Gefahr im Team. Es hat sich noch keiner rausgesetzt. Keiner von den drei. Der eigentlich ungesetzt ist. Du hast ja meistens in der Bundesliga-Mannschaft einen Stürmer. Da bist du froh, wenn der am Donnerstag nicht sagt, ich habe ein Wehwehchen, sondern der spielt eigentlich immer, weil er so eine Reputation hat und so eine Klasse. Und das ist beim HSV auch nicht. Soweit war er sogar schon mal, aber dann kam die Verletzung und diese Seuchensaison, die er letztes Jahr hatte, aufgrund der Fitness, was auch immer, wird er sich wieder hinarbeiten wollen. Und bei Shiplock, ob der das dann irgendwann mal so ist, dass er in einer Bundesliga-Mannschaft, die höhere Ambitionen hat, der gesetzte Stürmer ist, das muss man abwarten. Also da kann man... Lass uns erstmal froh sein, wenn wir nicht von höheren, sondern überhaupt von der sicheren Position ausgehen. Und da sehe ich, ist meine persönliche Meinung, Shiplock weit vorne. Im Moment, ja. Weit vorne, weil er einfach sich da reinkniet, sich reinhängt, sich nicht hängen lässt, zu jedem Ball geht. Für mich als Linksfuß noch gefährlicher ist wie ein Rechtsfuß. Ja. Trotzdem, Andreas, und das weißt auch du, du hattest auch schwierige Tage hier in Hamburg, trotz deiner Saragossa-Tore, aber ein Tor wie heute, Lasogga kurz vor Schluss, das muss ihm doch so viel Flügel geben, dass er in Zukunft also noch mehr Bäume ausreißen will. Wird ja wahrscheinlich auch so sein. Also der hat es jetzt erstmal gebraucht, um überhaupt wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen. Aber so ein wichtiges Tor dann noch. Er hat das zweite auch aufgelegt, das darf man nicht vergessen. Wunderschön. Du spielst wie aus dem Lehrbuch. Legst auf. Das ist ja schon... Torgefährlich ist er schon. Also wenn ich mir eine Abwehr vorstelle, wenn die weiße Lasogga steht auf dem Platz, dann müssen die immer hellwach sein, weil der dann auch ein bisschen unkonventionell teilweise spielt. Also ein Gefahrenherd ist er immer. Man kann darüber streiten, was fürs Spiel besser ist, was dann irgendwie feiner aussieht oder was vielleicht, wo mehr abgelaufen wird. Aber an Lasogga, der ist da, auf den muss man so führen, dass der wertvoll wird. Wie lang das dann ist, ob der 5 Jahre im HSV spielt oder noch 2, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber er ist immer für mich schon einer. Er hat, gegen Augsburg war es letzte Saison, wurde in den Giebel reinzimmert. Das muss man sich mal vorstellen, was da an freigesetzt wird an Energie. Und da hat er schon 2, 3, 4 solche Spiele. Es gibt viele Stürmer, die haben das in 10 Jahren 2-mal und der hat es in 3 Jahren dann schon gehabt. Aber das sind aber Stürmer in 10 Jahren 3. Ja. Also, okay. Nein, also lass uns mal, darf ich schnell mal die Statistik des Spiels vorlesen? Die ist nämlich ganz interessant. 14 Torschüsse zu 12 für den HSV. 55% Ballbesitz gegenüber 45, logischerweise. 54% gewonnene Zweikämpfe, 46 auf der anderen Seite. 70% der Pässe des HSV kamen an. Bei den Ecken führte der VfB Stuttgart zum Schluss mit 5-0. Flanken aus dem Spiel 12-3 für den HSV. Abseits wollen wir nicht. Fouls am Gegenspieler 17-21. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Starsky, ja, oder? Das klingt nur gut. Wenn ich dann weiterlese, dann steht da, der Herr Ilicevic hat beim HSV 6 Torschüsse abgegeben. Ja, die hast du nicht gesehen. Doch. Ja. Die 4 davon wurden Einwürfe. Wir müssen froh sein, dass wir so hohe Fangnetze haben. Also da waren die ersten 3, okay. Die da, tut mir leid, das war sonst wohin, also wenn man das als Torschuss bezeichnet, dann bin ich im falschen Film. Ich würde die Statistik gerne mal für die erste Halbzeit sehen auch. Also ich glaube, dass da diese Ballaktion zum Beispiel im Prozent, dass es da noch relativ umgekehrt war. Also würde ich behaupten. Ich finde diese Statistiken, das sagt im Grunde gar nicht viel. Man muss das Spiel gesehen haben, guckt sich die Statistik an und dann sagt man, ja, das kommt ungefähr hin oder es kommt nicht hin. Also ich denke mal, 5-0 Ecken ist eigentlich schon ein Zeichen, 5-0 Ecken für den VfB Stuttgart. Also das deutet schon darauf hin, für eine Auswärtsmannschaft, wenn du 5 Ecken rausholst und die Heimmannschaft wirklich 0. Ja. Das ist schon heftig. Also alle anderen bei Torschüssen, tatsächlich, da müsste man hinschreiben, welche sind wirklich aufs Tor gekommen und was hat das Torschuss gewertet, was an der Eckfahne landete letztendlich. Das ist wahr.